Hi, ich habe wieder bei Amazon bestellt, diesmal für den Monat August. Der Juli ist ja fast schon rum. Und ja, es ist ein etwas größeres Päckchen. So, fangen wir an. Das erste ist Fushigi Yugi Genbu Kaiden, der 10. Band. Das ist wieder von Yuvatase. Und es ist ein Fantasy-Manga. Wer die alte Serie kennt, die ist ja nun wirklich, das erkennt man auch im Zeichenstil, wesentlich älter. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, welche ich besser finden soll. Ich glaube, sie entwickelt sich nicht nur zeichnerisch weiter, sondern wirklich auch vom Erzählen. Sie wird immer besser und ich liebe es einfach, wie sie einem Charaktere ans Herz wachsen lässt und man wirklich mitfühlt, mitfiebert und ich liebe es einfach. Ja, 6,50 € kostet der Band. Ihr Zeichenstil ist natürlich ähnlich wie früher, aber ich finde besser. Und der alte war halt, naja, war schon okay. Habe ich hier vielleicht noch irgendeine schöne Szene? Ja, sowas zum Beispiel. Ich weiß nicht, sie kann auch sehr gut ohne viele Worte Emotionen ausdrücken, das mag ich sehr an ihr. Und ich stehe einfach auf die Fushigi Yugi-Reihe. So, der nächste Band ist Soul Eater, der 16. Und ich habe einfach beschlossen, ich möchte ein bisschen näher wieder an die aktuellen Ausgaben ran. Ich glaube, die aktuelle ist der 17. Band. Aber ich versuche halt ein bisschen aufzukaufen, deswegen ist Soul Eater schon wieder mit dabei. Und wie gesagt, da geht es um Hexen, Meister und Waffen. 5,95 € kostet der Band und ich bin ein Riesenfan von Kit. Vielleicht kann ich den mal euch zeigen. Der müsste. Ah, hier, genau. Kit ist der hier. Das ist der Sohn vom Tod und er ist einfach. Ich weiß nicht, ich finde ihn voll lustig mit seinen ja, Zwängen. Und hier ist irgendwie ein neuer Charakter, glaube ich. Oder ich kenne ihn noch nicht. Auf jeden Fall bin ich schon gespannt. Ich freue mich sehr. Da weiterzulesen. Ich kann nochmal zeigen, ja. Ich mag einfach den Zeichenstil. Der hat sich auch sehr weiterentwickelt. Und ja, ist ein Action, aber auch meiner Ansicht nach Fantasy-Manga. Dann sind wir bei Black Butler, dem 10. Band. Da muss ich dazu sagen, dass ich die Serie von Freunden vorgestellt bekommen habe von mir, die auch sehr große Anime-Fans sind. Und da ist die Ecke geknickt. Ich hasse das. Wieso können die nicht aufpassen, Mann? Ja. Und ich bin ein Riesenfan von Sebastian. Ist ja auch kein Wunder. Und ja, was ich so komisch finde bei der deutschen Ausgabe ist der Begriff Schnittertod. Also statt Shinigami oder Teufel oder sonst was. Nein, sie nehmen Schnittertod und das finde ich furchtbar. Der Zeichenstil ist so, ja, mittel. Es entspricht nicht so 100% meinem Geschmack, aber ist eigentlich auch nicht verkehrt. Und ja, ich mag einfach ihre niedlichen Outfits oder auch die schönen Outfits. Ich finde es auch interessant, so ein bisschen geschichtlich oder drumherum was zu erfahren zu England im 18. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert. Ach, ich komme immer durcheinander. Auf jeden Fall finde ich den ganz gut, aber es ist jetzt nicht so ein Manga, wo ich sage, den muss ich unbedingt haben oder hätte ich unbedingt haben müssen. Es ist ein Mystery-Manga und ja, 6,95 € ist halt schon recht teuer. Und ich bin im Moment echt am Überlegen, ob ich es zu Ende kaufe. Ja, ich war halt von der Serie, von der Anime-Serie ziemlich begeistert vom Manga. Ja, der ist ganz gut. Ist auch teilweise wirklich so tragisch oder spannend und ja, hat schon was. Aber ich bin immer noch nicht so ganz schlüssig, wie ich damit umgehen soll. Dann eine Serie, die ich richtig gut finde, Defense Devil, ist mal was anderes. Es geht zwar um Teufel und Dämonen, der Band kostet 5,95 €. Aber Kukabara, er ist auch Kukabara, das ist die Hauptfigur. Bichura, das ist sein Helfer oder Freund, wie auch immer man das sehen kann, sind aus der Hölle sozusagen verstoßen worden und er verteidigt die Seelen von Menschen, die unschuldigerweise oder wahrscheinlich unschuldigerweise in die Hölle gekommen sind und ja, geht dann mit ihnen Verträge ein. Das entwickelt sich aber ab dem dritten, vierten Band so in die Richtung, dass man auch einfach die Hintergrundgeschichte zu Kukabara, ich hoffe, ich sage den Namen nicht falsch.
Ja, Kookaburra. Da erfährt man halt einfach die Hintergrundgeschichte von Kookaburra und warum er aus der Hölle verbannt worden ist und so weiter und so fort. Ist sehr, sehr spannend. Der Zeichenstil gefällt mir sehr gut gerade. Auch immer die kolorierten Seiten finde ich extrem schön gestaltet. Und ja, ich komme auch nochmal. Hat schon Ahnung von dem, was er da macht. Und ich glaube, ich muss mal gerade meinen Roller ein Stück weiter hoch machen. Das ist gerade super dunkel geworden. Und auch eine Serie für 5,95. Also die Carlsen-Bände sind im Moment echt die günstigen. Finde ich krass. Dann Kimi Todoka, der 11. Band. Und ja, ich habe einfach gesagt, ich will auch bei der Serie lieber wieder an die aktuellen Bände rankommen. Und der kostet 6,95, was ich ziemlich heftig finde. Ist so ein schöner Softcover-Umschlag. Zeichentrick, ja. Ist eigentlich ganz nice. Aber nicht 100% so wieder meins. Ich mag einfach die Art und Weise, wie sie die Figuren in Szene stellt und auch die Beziehungen der einzelnen Charaktere zueinander sind wirklich sehr, sehr süß dargestellt. Und sie kann auch ohne viele Worte die Gefühle von den Figuren sehr gut ausdrücken und rüberbringen. Das mag ich. Und ich finde es auch irgendwie so goldig, wie japanische Jugendliche miteinander umgehen, wenn die aufeinander stehen. Also ich glaube, hier in Deutschland sieht das ein bisschen direkter aus. Naja, ist auf jeden Fall eine schöne Serie. Aber kommen wir zu Bleach, dem 52. Band. 6,50 €, Tokyo Pop, ne? Kennt man ja schon, ist meistens so der Preis. Und ja, ich war so ein bisschen verwundert, dass überhaupt nach Eisen weitergegangen ist, wer die Serie kennt. Ehrlich gesagt wäre es nicht nötig gewesen, aber die Ideen, die jetzt kommen, sind durchaus nicht verkehrt, ja. Ist ganz interessant und spannend, aber ich weiß immer noch nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Es ist so schwierig. Ich bin der Meinung, es hätte nicht weitergehen müssen. Ich mag einfach so einen Zeichenstil. Aber an und für sich bin ich halt, ich sag mal nur und aber, bin ich ein Riesenfan von so Shonen-Manga. So ein bisschen Battle-Manga stehe ich doch sehr drauf. Es kommt, glaube ich, einfach durch Dragon Ball. Hm. Ja, dann habe ich Kingdom Hearts 358 Days Over 2. Und ja, ich bin ein Riesenfan von den Spielen von Kingdom Hearts und ich bin auch ein Fan von Chiro Amano. Das ist der Zeichner von der Serie oder von den verschiedenen Serien, die um Kingdom Hearts rausgekommen sind. Meine Nase ist irgendwie verstopft, deswegen kann ich kein M richtig aussprechen. Ja, es ist, wer Kingdom Hearts nicht kennt, das ist eine Kollaboration von Square Enix, also Final Fantasy und so, und Disney. Und ja, die beiden zusammen sind eigentlich ein wunderbares Team. Ich liebe einfach die Kombination aus den Disney-Filmen und diesen Square Enix-Figuren. Kommt dann auch mal Belle drinne vor oder Aladdin, Lumiere und von Unru. Ach, herrlich. Ja. Und Shiro Amano hat The Secret of Mana auch als Manga rausgebracht, auch sehr süß. Ich habe die Serie nicht, mein Freund hat die, also mein Kumpel von mir, hat die gekauft. Und ja, ich finde es eigentlich ganz cool, dass man nochmal so einen Einblick rundherum bekommt durch die Manga. Und ja, die gefallen mir sehr gut. 6,50 € kostet der Band. Kann ich nur empfehlen. Wer auf Final Fantasy steht, wer auf Disney steht, wer auf Kingdom Hearts steht, ja, der wird sich da irgendwie auch drüber freuen. Kommen wir zu meiner aktuellen Lieblingsserie Fairy Tail. Das ist von Hiro Mashima heißt er. Ja, der 22. Band. Und das erste Mal, als ich den Zeichenstil so gesehen habe, habe ich gedacht, das erinnert mich an One Piece. So, und spätestens aber als Hoops der hier aufgetaucht ist, dieser Eisendrache, ja, wurde ich an Raditz erinnert aus Dragon Ball, der Bruder von Son Goku. Und da habe ich dann auch verstanden, okay, beide stehen einfach tierisch auf Akira Toriyama. Denn One Piece, also Eiichiro Oda mit One Piece und Hiro Mashima mit Fairy Tail, das ist doch sehr ähnlich von der Art und Weise, wie Kämpfe gestaltet sind, wie die Hauptfiguren gestaltet sind.
auch so allgemein vom Zeichenstil sehr ähnlich, vom Humor auch sehr ähnlich. Aber ich persönlich bevorzuge Fairy Tail vor One Piece. Ich bin zwar ein riesen Zorro-Fan, aber ja, ich habe irgendwann aufgehört, die zu kaufen. Ich habe bis Band 30 und das hat mir eigentlich gereicht. Es hätte nicht unbedingt weitergehen müssen. Und Fairy Tail stehe ich einfach ziemlich drauf. Ich mag auch, dass er einfach die Figuren besser zeichnen kann, also den Bauchbereich bei Ichiro. Oder ist das einfach so ganz hochdünn? Klar hat sich der Zeichenstil von ihm auch weiterentwickelt, das muss man einfach sagen. Aber Hiro Mashima ist da schon wirklich extrem weit und ja, vor allem viele große Brüste sind dabei. Aber ja, ich mag das einfach. 5,95 € ist auch günstig. Und ja, Fairy Tail macht mir sehr viel Spaß. Ich habe auch die anderen Serien, die rausgekommen sind von Hiro Mashima. Fairy Tail ist halt eine Gilde von Magiern und ja, schaut euch das einfach mal an. Wenn nicht die Manga, dann die Serie. Die habe ich jetzt noch nicht genau so, also durchgeguckt oder so, aber ein paar Folgen habe ich mir angeschaut. Sind eigentlich ganz gut. So, dann Arata Kangatari. Hatte ich ja schon beim letzten Mal eins dabei, da hatte ich allerdings den Titel nicht gesagt. Der 10. Band, wieder Juvertase, wie bei Fushigi Yugi eben. 7,50 €. Ach du Scheiße! Die tun einfach die Preise anheben bei jedem Furz, ey, das ist echt der Wahnsinn. Bald müssen wir irgendwie Goldbarren dagegen aufwiegen, ja, das ist ja der Wahnsinn. Da kommen dann auch mal solche Szenen drin vor. Ist ja klar, man muss ja auch die Jungs irgendwie animieren, das zu lesen. Und ich stehe einfach total da drauf, diese Idee. Das ist, hier ist wieder eine ähnliche Idee aufgefasst wie bei Fushigi Yugi, dass eben jemand aus unserer Welt in eine Fantasy-Welt eintaucht oder gezogen wird und dort halt Gefahren überstehen muss und sozusagen auserwählt ist, das Land dort und vielleicht auch die eigene Welt dann draußen zu verändern. Und ich liebe diesen Gedanken. Das macht mir wirklich sehr viel Spaß. Das hat mir auch bei Inuyasha am Anfang ganz gut gefallen, dass eben ein Mädchen aus der normalen Welt in diese Fantasy-Welt kommt. Das war ja auch das, was mich angesprochen hat. Aber nun gut. Ja, Arata Kangatari, spannende Geschichte. Gefällt mir sehr gut und ich bin einfach neugierig, wie es weitergeht. 7,50 €, ey, ich krieg was zu viel. Dann Bakuman, der 14. Band, da hatte ich beim letzten Mal ja schon den 13. Band dabei gehabt. Und da muss ich einfach sagen, es war so spannend, dass ich unbedingt den nächsten Band lesen wollte. Und ich bin mir sicher, der 15. kommt jetzt raus oder kommt bald raus oder wie auch immer. Und es flattert alles weg. Ja, es ist gerade etwas stürmisch und es fängt gleich an zu schütten. Aber es ist so warm, ich kann einfach nicht die Fenster zumachen. Der Zeichner, wie gesagt, ist der Zeichner von Death Note und Hikaru no Go. Und mir gefällt auch an dem Manga, neben der Geschichte, dass auch immer solche Storyboards gezeigt werden und wie dann die fertigen Seiten aussehen. Weil der Text kommt ja von jemand anderem, der Zeichner ist eben der Takeshi Obata und der Text kommt von Tsugumi Oba und der macht dann eben diese Storyboards und der Obata, der setzt es dann um. Ja. Das gefällt mir auch sehr gut. Oder dass eine Serie in der Serie vorgestellt wird, wie hier drin. Das hat doch echt was. Und es regnet. gefällt mir sehr, sehr gut. Kann ich nur empfehlen. 6,50 €. So, das ist das, was ich gesagt habe, was ich als letztes drin habe. Und ja, das ist The Gray Man. Das Artbook, von dem ich gesprochen hatte. Und leider ist das hier so gewählt. Deswegen bin ich im Moment am Überlegen, ob ich es zurückschicke, weil ich gerade bei Artbooks, die ja sehr, sehr teuer sind, doch sehr penibel bin. Wenn ich das hier nicht rausliegen, also kletten kann, dann wandert das wieder zurück. Ich mache es trotzdem auf. Ich möchte euch das einzeln vorstellen, damit ihr halt auch mal einen Einblick in dieses Artbook bekommt. Und ja, ich denke, ich werde noch ein paar andere Artbooks von mir vorstellen. Das war's von mir. Das Artbook kostet 19,95 €, das sollte ich vielleicht noch sagen. Und ja, das war's dann von mir soweit. Ich kann nur sagen, ich freue mich auf die ganzen Manga. Wenn ich dann Zeit habe, ich muss auch lernen im Moment, dann werde ich, glaube ich, mal das Video beenden, weil es hier ziemlich schüttet. Okay.
Okay, das war's von mir. Ciao.